Vermutlich durch Eisglätte hat der Fahrer dieses Streufahrzeugs am frühen Samstagmorgen die Kontrolle über seinen Unimog verloren. Der 49 Jahre alte Mann am Steuer erlitt bei dem Unfall auf der Edersee-Randstraße schwere Verletzungen. Der Winterdienstwagen war von Waldeck kommend in Richtung Talsperre unterwegs, als es gegen 5.45 Uhr zu dem schweren Unfall kam. Nach Angaben der Wildunger Polizei geriet das Fahrzeug von Hessen Mobil gegen den erhöhten Geh- und Radweg neben der Straße. Dadurch kippte der mit einem Streusalzgemisch beladene Unimog nach links um und prallte mit der Front gegen den Steilhang. Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist am späten Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 236 zwischen Bromskirchen und Allendorf verunglückt und schwer verletzt worden. Der Geländewagen kam aus unbekannten Gründen von der Straße ab, überfuhr einen Leuchtpfosten, kappte einen Telefonmasten und entwurzelte einen Baum, ehe das Auto des Rentners auf der Seite liegend an der Böschung zum Stillstand kam. Weil der 80-Jährige aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein als im Fahrzeug eingeklemmt galt, rückte neben Notarzt und Rettungswagen auch die Feuerwehr aus. Bis zum Eintreffen der Brandschützer hatten jedoch bereits hinzukommende Autofahrer den Rentner befreit. Weil er von der Sonne geblendet wurde, hat ein 78 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen einen Zusammenstoß auf der B252 verursacht. Dabei wurde ein Ehepaar aus der Wetterau verletzt. Der Verursacher und sein Sohn kamen mit dem Schrecken davon. Der Schaden an den beiden beteiligten Autos beträgt rund 20.000 Euro.